neben mir. Und ich hab Angst, dass ich heute Nacht an dich mein Herz verliere. Deine Lippen kommen mir ganz nah. Und ich halte still. Und ich weiß nicht, wie lange ich mir noch sagen will. Komm jetzt noch einmal! Die Gefühle haben Schweigepflicht. Was ich für dich fühle, zeig ich nicht. Stop.
Das ist immer gut. Ja, schaut euch das mal an. Was ist denn mit euch beiden? Schuhe ausziehen, Socken raus und dann kommt. Für einen guten Zweck. Der Reinerlös, der Rhein-Netto-Erlös des ganzen Festes kommt dem Hospiz und dem Hospitalverein zugute. Klasse, das ist ein ganz großer Applaus für uns. Wir haben die Leute im Haus, wir hören uns auch. Aber wie kommt man auf einem Ritterfest? Warum Ritterfest? Weil unsere Gaststätte der Innenseite in der Rittergasse ist, haben wir gesagt, also machen wir ein Ritterfest. So ein Ritterfest. Und wie war die Resonanz heute über den Tag? Bist du zufrieden? War schön? Und kannst du so ein bisschen was sagen? Ja, unser Haupttag sollte eigentlich der morgige sein, weil das ein Familientag ist. Nochmal mit Spanferien, mit der Hüpfburg für die Kinder, mit Kinderschminken. Also, dass ich da nochmal alles zusammenstaub. Und natürlich ihr heute Abend. Natürlich. Wann beginnt das Ganze morgen? Das Ganze beginnt morgen um 10 Uhr, so wie die Gaststätte aufmacht. Kannst du auch in der Rittergasse losgehen. Gut, und ab 14 Uhr ist dann halt Bühnen- und Showprogramm. So, und jetzt zu dir. Sag mal bitte, was deine Aufgabe hier bei diesem Ritterfest war oder ist. Das sind gute Freunde von uns, und einfach um zu helfen, um da zu sein, um die Unterstadt zum Leben zu bewegen. Mehrstadt, die Unterstadt ist eigentlich ziemlich tot, und wir wollen eigentlich hier wieder was bewegen, dass es aufwärts geht. Das finde ich eine ganz tolle Sache. Ihr habt auch einen ganz großen Applaus von mir, dass es Menschen gibt, die sowas tun. Bitte mal wirklich einen ganz, ganz großen Applaus, weil nämlich, ja, komm, genießt diesen Applaus hier. Den müsst ihr genießen. Weil nämlich, da muss ich natürlich erstmal Leute finden, die Initiative ergreifen, die eine Idee haben und sowas zu tun. Ganz, ganz tollen und dicken Applaus an alle Helfer, die das alles kostenlos haben. Bitte schön, nochmal einen kräftigen Applaus, ja?